Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren heroischen Videoguide hier von MMOZone. Diesmal für Todesschwinges Rückgrat, den siebten Instanzboss. Und ja, es gibt einige Änderungen. Wir fangen direkt an mit der Blutverderbnis Tod bzw. Erde. Zu Kampfbeginn werden einige Spieler markiert. Es ist immer ein bisschen random, wie viele Spieler. Ich habe jetzt hier einfach mal ein konkretes Beispiel mit zwei Spielern. Seht ihr, dieser rote Debuff und dann die Zahl 15. Die Zahl 15 steht in dem Fall jetzt einfach gerade für die Zeit, wie lange der Debuff noch aktiv ist. Das ist allerdings auch nicht immer 15 Sekunden, sondern das ist komplett random. Aber wie gesagt, das aktuelle Beispiel einfach 15 Sekunden. Und ja, euer Dispeler hat jetzt die Aufgabe, diese beiden Ziele zu dispeln, damit der Debuff verschwindet und quasi wieder zu dem Blutverderbnis Erde, den guten Debuff, den wir eigentlich im Raid haben möchten, mutiert. Er wird nicht gedispelt und er läuft auf 0 runter, ist Vibe, denn dieser Blutverderbnistod explodiert dann und es ist, alle Spieler sterben einfach. Also es muss gedispelt werden und dieses Blutverderbnis Erde, den wir jetzt hier gerade im Bild sehen, sorgt dafür, dass auf dem betroffenen Spieler, wo er runterläuft, sage ich mal, einen Buff hinterlässt, der ihm dann 20% weniger Schaden zufügt. Das Ganze ist zweimal stackbar, also sollte euer Dispeler so lange dispeln, bis beide Tanks einen Zweier-Stack von diesem Blutverderbnis Erde haben, damit sie dann am Ende des Dispelns 40% weniger Schaden erleiden. Denn das ist am Ende des Kampfes entscheidend, sei es jetzt für den Bluttank oder für den Ad-Tank. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt das Video an, beziehungsweise den Kampf selbst. Ja, wichtig ist, ihr braucht bei dem Boss kein Expertise, also kein Waffenkunde. Ihr solltet Unused Trinkets anziehen. Gerade für die Sehnenphase solltet ihr halt maximalen Burst Damage raushauen. Und ja, wir spielen am Anfang so, dass wir drei Verderbnis-Tentakeln, die wir jetzt hier gerade töten, töten, uns dann kurz sammeln und dann eine Fassrolle machen, also Rolle in 5 Sekunden und dann natürlich wieder möglichst schnell nah ans Loch, um angehakt zu werden, damit man nicht runterfällt. Und danach töten wir dann die letzte Tentakel bzw. letzte Verderbnis, haben dann quasi ein Add. Ihr seht das hier, schreckliches Gemisch. Und dieses wird jetzt einfach runtergefokust, der von einem Tank natürlich und der ganzen Gruppe. Der zweite Tank schnappt sich derweil die Bloods bzw. steht im ersten Tank noch mit drin, also im eigentlichen Add-Tank drin und cleaved die Verderbnisblut jetzt hier mit runter, also die kleinen Bloods. Auch wie im Normal Mode ist im Heroic Mode, wir benötigen einen 9er Stack von diesen Bloods auf dem jeweiligen, auf dem aktuellen Gemisch. Das Ganze sollte man natürlich wieder so timen wie auch schon im Normal Mode, dass man, ich sag mal, möglichst spät, also mit möglichst lowen HP von dem Gemisch den 9er Stack erreicht, denn ihr wisst ja, pro Stack dieses überhitzten Kerns werden mehr AOE-Schaden verursacht an der Gruppe. Und sollte ihr einfach einen 9er-Stack haben und noch, keine Ahnung, 30%, ich übertreibe jetzt mal, haben, dann könnt ihr sagen, es ist eigentlich Vibe, weil ihr das nicht mehr gegenheilen könnt. Der Schaden ist dann zu hoch. Und ihr seht hier schon, wir müssen hier schon auf die Blood switchen. Wir haben jetzt hier den 9er-Stack erreicht. Ne, wir haben einen 8er-Stack gerade erreicht. Das ist jetzt hier das letzte Blut. Und wir sind bei 6%, also perfekt eigentlich. Jetzt muss der Tank wieder links oder rechts ziehen. Wir haben uns jetzt hier für links entschieden. Die feurige Umklammerung, sage ich gleich noch was dazu. Wichtig ist jetzt hier erstmal, möglichst maximalen Burst-Schaden auf die Sehne rauszuhauen. Ja, ihr solltet alles unter 40% ist sehr gut. Alles über 50%, sage ich mal, ist nicht mehr schaffbar eigentlich. Weil wir haben jetzt hier zwei Sehnenphasen. Vielleicht, wenn ihr das Video schaut und der Boss bereits schon so weit genervt wurde, könnt ihr das auch mit einer schaffen. Aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, ist es halt wirklich so, dass man das Ganze zweimal machen muss. Also der Fight dauert mehr oder weniger doppelt so lang wie im Normal Mode, denn wir müssen zweimal die Schuppe anheben und dann die Sehne töten. Und ja, der Raid hat jetzt durch den Tod des ersten schreckliches Gemisch den Debuff Zerrüttung auf sich. Das Ganze stackt bis zu 15 Mal. Und pro Stack bekommt ihr als Spieler bzw. der ganze Raid 5% weniger Lebenspunkte. Das heißt, es ist so ein kleiner Enrage-Timer, beziehungsweise vom Blizzard die Mechanik eingebaut, dass man jetzt hier nicht wie wild die schrecklichen Gemische töten kann, sondern man, ja, man muss halt wirklich mit Fassrollen beziehungsweise mit den Gemischen arbeiten. Wir haben am Ende halt nur wirklich einen 5er-Stack
Und dann mit dem sechsten Add, also mit dem theoretisch sechsten Stack von dieser Zerrüttung, stirbt der Boss im Idealfall. Also so spielt man den eigentlich runter. Ansonsten nochmal ganz kurz zum aktuellen Spielgeschehen. Ihr seht hier, die Bloods werden jetzt neben dem Gemisch getankt. Dort gesammelt, ein 9er Stack abgelegt. Das Gemisch seht ihr hier mit einem 3er, mit 3% HP. Wurde reingezogen, bekommt direkt einen 9er Stack. Und wir haben jetzt hier die zweite Sehnenphase. Das heißt, wieder maximalen Burst raushauen. Wir hatten 38%, das war ganz gut. Und wie gesagt, wichtig ist, unter 40% ist alles super. Zwischen 40 und 50% wird es schon schwieriger. Und über 50%, sage ich mal, wird es zum aktuellen Gearstand und zum aktuellen Stand des Nerfs nicht möglich sein, die Sehne zu töten. Und ja, jetzt machen wir was mehr oder weniger Besonderes. Und zwar, wir haben jetzt die erste Platte gelöst. Töten jetzt hinten die letzte Verderbnis, haben jetzt hier vorne noch zwei, warten allerdings erst noch auf die feurige Umklammerung, die machen wir jetzt. Die Spieler befreien wir dann, sammeln uns alle rechts und wir töten jetzt beide Verderbnisse wieder und die tankt dann der Ad-Tank quasi, also der die Gemisch tankt, weiter, beide getötet. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder zwei Gemische. Und warum das Ganze? Damit wir den feurigen, damit wir die feurige Umklammerung so legen, damit sie uns nicht während der Sehnenphase stört. Beziehungsweise, ja doch, man kann eigentlich sagen, dass sie uns nicht stört. Und ja, zur feurigen Umklammerung vielleicht noch ein Wort. Wir haben insgesamt 5 DDler darauf abgestellt. Und zwar sind das die 3 Mages und die beiden Hunter. Und ja, ihr müsst halt in eurem Raid halt ein bisschen variieren, je nachdem. Auf jeden Fall sollten dann nicht Dot-Klassen drauf dealen, sondern halt wirklich nur Burst-Klassen. Und da bieten sich halt natürlich die Mages und Hunter sehr gut an. Und ja, aktuell wiederholt sich das Ganze jetzt noch 4-mal insgesamt. Das heißt, der eine Ad-Tank tankt die beiden Gemische hier auf einen Punkt. Der Blut-Tank, ihr seht, die tauntet die ganzen Bloods, die jetzt natürlich mittlerweile schneller spawnen und immer mehr spawnen, weil wir einfach mehr Wunden, ich sag mal mehr Schlunde von diesen möglichen Spawnpunkten offen haben. Und ja, die werden jetzt mehr oder weniger indirekt down gemacht. Wir haben unsere beiden, beziehungsweise ein DK und ein Warrior abgestellt, die dann speziell die Bloods, die Lone Bloods töten. Ihr solltet dann nicht reinbomben, denn das kann dann einfach so viel Schaden sein, der dann euren Raid vibet. Also wirklich speziell fokussen, lowe Bloods fokussen. Und ja, die Sehnenphase, das heißt wieder eure Cooldowns solltet ihr aktivieren, maximalen Burst-Schaden auf die Sehne raushauen. Ich glaube, diese Phase war jetzt bei uns nicht so prall. Wir hatten auch wieder eine feurige Umklammerung in der Zeit drin, aber immerhin 48, 47, 46% circa. War also nicht gut, müssen wir gleich ein bisschen mehr reinhauen. Und ja, ansonsten wiederholt sich das Spiel jetzt wieder. Der Bluttank ist im Übrigen ein Krieger. Muss ein Krieger sein, denn ab der zweiten, also sobald die zweite Schuppe weggeflogen ist, werden die Ads nicht mehr getankt, sondern sie werden gekitet. Dazu sage ich gleich noch mehr. Und ja, der Ad-Tank, der die Gemische tankt, seht ihr hier, wartet wieder ganz brav auf seinen Platz, tankt die Ads, die beiden Ads. Und die beiden Spieler, die ich gerade genannt habe, also ein Todesritter in unserem Falle und ein Krieger, kümmern sich wirklich explizit um die Lone Blood und töten die dann punktuell. Es wird nicht gebombt, ganz wichtig. Und ja, ihr seht immer mal wieder, ich schaue gerade mal, wir haben jetzt hier Rückstände übrig, 7, das heißt 9. Jetzt haben wir 9 Bloods auf dem Boden liegen. Das heißt, wir könnten theoretisch das Add hier mit 6% jetzt reinziehen, darauf achten, dass es den 9er Stack bekommt. Genau, jetzt habt ihr absorbiertes Blut 9 und er macht die Kernschmelze. Davon sollten natürlich alle Minis und alle Spieler weg. Und jetzt seht ihr hier wieder, die Sehne ist da, 48%. Das wird jetzt ein richtig enges Ding. Aber wir haben den Vorteil, wir haben keine feurige Umklammerung, weil die war kurz bevor die Sehne da war. Das heißt, wir können jetzt hier schön durchdealen, 20%, und dann platzt sie einfach. Wir haben noch 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2 und ja, ihr seht, es war knapp, aber hat gereicht. Und ja, das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal, wie gerade eben auch. Das heißt, hinten die Verderbnis wird getötet und hier vorne die Verderbnis wird auch getötet, sobald, ja, die töten wir jetzt einfach, lassen das Ad spawnen
Und die Sehne, die Verderbnis hier vorne links, müssen wir jetzt noch die Leute aus der feurigen Umklammerung befreien. Laufen dann zurück, also die dienen wir jetzt noch nicht kaputt, laufen dann zurück. Haken uns ein, damit wir Fassrolle machen können. Die beiden gespawnten Gemische fliegen weg, habt ihr gerade gesehen. Und jetzt haben wir hier wieder ganz in Ruhe ein schreckliches Gemisch, sobald die Verderbnis hier tot ist, genau. Und das schnappt sich halt wieder der Gemischtank. Der Bluttank, ihr seht ihn hier nicht mehr im Bild, der macht jetzt außenrum möglichst nah am Abgrund von Todesschwinge die Runde. Ihr werdet das gleich sehen, hier links läuft, kommt er gerade ins Bild, da wo die Damage-Zahlen sind. Hat dann am Anfang vielleicht erst 5, 6, 7 und danach kommt ein richtiger Haufen von Blobs. Und ja, Ziel sollte es halt wirklich sein beim Kiten, die Blobs möglichst nah beisammen zu halten, diese dann mit Schockwelle zu stunnen. Und ja, um das Ganze zu schaffen, benötigt der Kite-Tank, so nenne ich ihn jetzt mal, Speed-Schilde vom Priester bzw. allgemein andere Cooldowns, die dann auf Ansage einfach erfolgen. Er selbst konnte mir nicht genau sagen, das ist halt wirklich schwer, da jetzt einen Guide zu machen. Euer Tank muss halt einfach so das Gefühl bekommen, beziehungsweise braucht halt einfach ein paar Tries, um das rauszubekommen. Gerade auch mit dem Hooked, da das slowt ja ein bisschen und verlangsamt. Und da müssen dann halt dementsprechend die Cooldowns vom Krieger passen, sei es jetzt Intervin oder Speedschilde. Und ja, die Schockwelle sollte möglichst auf viele dieser Bloots, ihr seht das jetzt hier, das sind bestimmt schon 40, 50 Bloots, die der Kriegertank kitet. Wichtig ist auch dabei natürlich, dass ihr euch nicht als Tank, als Kite-Tank nicht in den Rücken schlagen lässt. Denn das ist einfach Schaden, der hier einfach nicht hingehört, beziehungsweise der nicht mehr geheilt werden kann. Wir haben derweil das schreckliche Gemisch getötet, 9%. Und haben jetzt hier die vorletzte, beziehungsweise doch die vorletzte Sehnenphase. Das heißt, nochmal wirklich alles raushauen. Wir haben jetzt hier Blattlast gezogen, Pott genommen. Das ist jetzt hier, damit wir hier möglichst runter, weit runterkommen. Ich glaube, hier hatten wir 35% am Ende. Und das war wirklich gut. 35%. Und ja, wie gesagt, das war unser Kill-Try hier. Ist halt, da hat halt alles gepasst, da haben die Cooldowns auf den Kite-Tank gepasst, da haben die Cooldowns auf dem eigentlichen Ad-Tank hier gepasst und da hat alles gepasst. Aber ich meine, wir haben auch ein paar Tries gebraucht, bis das so gut geklappt hat. Und ja, die Nerfs von Blizzard kommen ja jetzt wieder kontinuierlich, also mit den prozentualen Nerfs. Und dann wird der Boss natürlich noch um einiges einfacher, auch wenn er schon genervt wurde. Ja, ist er in meinen Augen schwerer als der letzte Todes-, also der finale Todesschwingeskampf, welchen ich euch hoffentlich schon bald präsentieren kann. Also wir haben gestern ein paar Tries gemacht, sah eigentlich recht vielversprechend aus. Und ja, nochmal zurück zum aktuellen Kampfgeschehen. Das Gemisch hat 26%, ein 5er-Stack. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich die Aufgabe auch, die Bloots zu töten. Die werden jetzt bei dem Ad selbst getankt und dann mit den Prozenten vom Ad down gefokust. Ihr seht, wir haben jetzt einen 8er-Stack, also das Gemisch hat einen 8er-Stack, erhitzt schon auf sich, verursacht dementsprechend mehr Schaden und jetzt das letzte Blut speziell rausfokussen. Ich habe das hier mal gemacht und dann zieht der Tank den dann noch drüber, zieht den dann wieder zurück zur Sehne und dort heben wir dann die Platte an. Und haben jetzt hier die letzte Sehnenphase mit 35%. Wir besiegen den Boss dann natürlich. Und ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei meiner Gilde Undisputed vom Eurim Terror da. Und ich sage viel Spaß in den letzten Sekunden mit Ventrilo. Und bis demnächst. Macht es gut. Ciao. Gib Gas. Defensive Cooldowns, alles. Komm. Ja! Oh, Gott. Ja! So knapp. Ah, endlich. Oh. Alter, ne? Und wieder noch am Schluss.